Hallo ihr Lieben, ich bin wieder die Eva von Evas Backparty und bei den schönen warmen Temperaturen, was passt da besser als eine leckere erfrischende Biskuitrolle? Und die machen wir heute, die füllen wir mit leckeren Erdbeeren und machen eine schöne Limetten-Basilikum-Creme und das schmeckt richtig lecker, das müsst ihr unbedingt auch mal ausprobieren. Und für den Biskuitteig brauchen wir 4 Eier, die habe ich jetzt schon mal in Eiweiß und Eigelb getrennt, 50 Gramm Zucker, 45 Gramm Speisestärke, 40 Gramm Mehl und dann brauchen wir noch eine Prise Salz. Und als erstes müssen wir jetzt das Eiweiß mit dem Salz zusammen schön aufschlagen, bis es schön steif ist. Mein Eischnee ist jetzt fertig aufgeschlagen und ihr seht eben dann, dass es fertig ist, wenn eben nichts mehr aus dem Topf herausläuft. Und das stellen wir jetzt erstmal kurz zur Seite, da wir jetzt das Eigelb noch mit dem Zucker zusammen schön aufschlagen müssen. Das mache ich jetzt in einer zweiten Schüssel. Ihr könnt natürlich auch den Eischnee umfüllen, falls ihr nur eine Schüssel habt. Wenn die Eigelbmasse dann schön hellgelb aufgeschlagen ist, können wir dann unsere trockenen Zutaten noch dazugeben und die siebe ich vorher, damit einfach keine Klümpchen drin sind. Und die trockenen Zutaten verrühre ich jetzt mit der Hälfte von dem Eischnee zusammen. Wenn sich das dann gut miteinander verbunden hat, gebe ich dann den restlichen Eischnee hinzu und den hebe ich nur vorsichtig unter. Und dann können wir den Teig einfüllen. Ich habe jetzt auf mein tiefes Backblech noch so einen Backrahmen gestellt, da ich gern schöne eckige Kanten haben möchte. Ihr könnt es natürlich auch ganz klassisch auf dem tiefen Backblech backen und da fülle ich den jetzt rein. Und dann kommt er in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und er wird nur etwa 10 Minuten brauchen, also auf jeden Fall den Ofen im Auge behalten. Und den müsst ihr dann noch ein bisschen verstreichen, dass er in alle Ecken ist. Der Biskuitteig ist jetzt fertig gebacken und ihr müsst da wirklich aufpassen, dass er, sobald er fertig ist, aus dem Ofen nimmt, weil umso trockener er wird, umso schneller reißt er euch natürlich. Und ich gebe da jetzt noch ein feuchtes Geschirrtuch darüber und darauf werde ich ihn jetzt stürzen. Dann könnt ihr das Backpapier abziehen. Und jetzt wickle ich die Rolle noch in meinem Geschirrtuch ein. Ihr müsst den Biskuit natürlich aufrollen, wenn er noch schön warm ist, weil umso kälter er ist, umso leichter reißt er euch dann natürlich wieder. Und so lasst ihr die Biskuitrolle jetzt komplett auskühlen. Während die Rolle jetzt auskühlt, können wir schon mal unsere Creme vorbereiten. Und dazu brauchen wir 250 ml Schlagsahne. Die ist schön kalt. 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Erdbeeren, dann natürlich unsere Basilikumblätter. Da verwende ich jetzt ungefähr 6 Gramm. Ihr könnt natürlich ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr nehmen, je nachdem wie ihr das möchtet. Und falls ihr überhaupt kein Basilikum machen wollt, könnt ihr es natürlich auch weglassen oder auch Minzblätter verwenden, die gehen natürlich auch. Aber ich würde es euch auf jeden Fall mal empfehlen, mit dem Basilikumblätter auszuprobieren. 50 Gramm Puderzucker brauchen wir noch. Und dann brauchen wir 2 Bio-Limetten. Da habe ich jetzt gerade schon die Schale abgerieben. Und auch wenn ihr Bio-Limetten verwendet, empfehle ich euch trotzdem, die Schale heiß abzuwaschen. Und zum Festigen verwende ich ein Päckchen gemahlene Gelatine. Ihr könnt natürlich auch 6 Blattgelatine verwenden oder auch Agatine. Das geht natürlich alles. Und die müssen wir jetzt natürlich dann noch 10 Minuten quellen lassen. Und das mache ich jetzt in dem Limettensaft. Und dazu presse ich die Limetten jetzt erstmal noch aus.
Und in den Saft gebe ich jetzt dann der Gelatinepulver hinein und lasse es 10 Minuten lang quellen. Falls ihr natürlich was anderes verwendet, wie jetzt zum Beispiel Agatine, dann müsst ihr natürlich auf die Packungsrückseite gucken, wie ihr das zubereiten müsst, weil die muss zum Beispiel in der Flüssigkeit 2 Minuten aufgekocht werden. Und währenddessen können wir jetzt dann auch schon mal unsere Sahne steif schlagen. Und das geht natürlich am besten, wenn sie frisch aus dem Kühlschrank kommt, wenn sie schön kalt ist. Und die Sahne dürft ihr natürlich auch nur so lange schlagen, bis sie steif ist, weil wenn ihr sie überschlägt, dann wird sie irgendwann grisselig und das wollt ihr natürlich nicht. Und die Sahne stellen wir kurz zur Seite, am besten wieder in den Kühlschrank. Und währenddessen können wir nämlich dann schon mal unsere Basilikumblätter klein mixen. Falls ihr keinen Mixer habt, könnt ihr sie natürlich auch klein hacken. Das geht natürlich auch. Den Quark, den Puderzucker, die Limettenschale und Basilikum werde ich jetzt in meiner Küchenmaschine noch schön cremig rühren. Und jetzt müssen wir dann noch die Gelatine schön auflösen lassen und dazu habe ich mir hier einfach heißes Wasser reingeschüttet und stelle sie rein und rühre so lange um, bis sie sich komplett aufgelöst hat. Wenn sie dann schön flüssig ist und sich komplett aufgelöst hat, dann können wir sie zu der Quarkmasse geben. Und dazu müssen wir jetzt erstmal noch 2 Teelöffel von der Quarkmasse in der Gelatinemasse verrühren, um die Temperatur anzupassen, damit keine Klümpchen entstehen. Sobald ihr das dann glatt verrührt habt, gebt ihr das zu der Quarkmasse hinzu und verrührt es dann richtig gut. Und unter die Gelatinemasse müssen wir jetzt dann nur noch unsere Sahne unterheben. Die Creme stelle ich jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank, damit sie ein bisschen fester wird, damit wir sie auch später dann auf der Rolle schön verstreichen können und die Rolle schön eindrehen können. Zum Schluss müssen wir jetzt noch unsere Erdbeeren vorbereiten und die habe ich jetzt schon gewaschen. Da müssen wir jetzt noch das Grüne entfernen und sie dann schön klein würfeln. Die Biskuitrolle ist jetzt mittlerweile schön ausgekühlt und dann können wir sie jetzt aufrollen und befüllen. Und dann verstreichen wir da unsere Creme darauf und da lasse ich aber unten einen Rand frei. Und in die Mitte verstreue ich jetzt dann noch die Erdbeeren. Und jetzt müssen wir sie nur noch vorsichtig einrollen. Und ich wickle die jetzt nochmal in dem Geschirrtuch ein und stelle sie dann nochmal für eine Stunde kühl, damit die Creme dann auch richtig schön fest ist. Die Biskuitrolle war jetzt eine Stunde lang im Kühlschrank und ist jetzt richtig schön kalt und fest. Und bei Biskuitrollen sehen meistens die Enden nicht so schön aus und deswegen schneiden wir die einfach ab. Und jetzt sieht man hier eben schön diesen lockeren Biskuit mit der Limetten-Basilikum-Creme und den ganz leckeren Erdbeeren innen drin. Und jetzt könnt ihr sie noch endgültig dekorieren. Ich werde da jetzt Puderzucker drüber sieben und sie dann mit Limettenscheiben und Erdbeeren verzieren. Ihr könnt natürlich auch gern was mit Sahne machen, zum Beispiel mit Sahneanstreich oder Sahnetupfen drauf geben. Da könnt ihr einfach das so machen, wie euch das gefällt. Und als erstes werde ich jetzt erstmal den Puderzucker drüber sieben. Und für die Limettenscheiben schneide ich mir einfach ganz dünne Scheiben aus der Limette heraus. Und die Limetten, die schneide ich an einer Seite ein, nicht komplett durch, so 3/4, weil dann können wir sie nämlich so oben drauf legen.
Und bei den Erdbeeren schneide ich einfach wieder das Grüne oben ab. Und zum Schluss müssen wir es jetzt einfach oben auf der Biskuitrolle drauflegen. Und ich setze es jetzt immer abwechselnd oben drauf. Ich kann euch nur empfehlen, diese Biskuitrolle auch mal auszuprobieren, denn sie schmeckt schön erfrischend durch die Limetten innen drin. Und das Basilikum, das gibt so eine besondere Note. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ihr werdet überrascht sein, wie gut es mit den Erdbeeren zusammen schmeckt. Und sie ist ja auch wirklich sehr einfach hergestellt. Und ich schreibe euch dann wie immer das Rezept nochmal zusammen und verlinke euch das unterhalb des Videos in der Infobox. Da müsst ihr einfach auf mehr Anzeigen klicken. Und ich hoffe natürlich, dass, wenn ihr sie ausprobiert, ihr mir da Bilder zuschickt auf Instagram oder Facebook. Da würde ich mich riesig freuen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!